Lachgas. Was ist Lachgas? In der Zahnmedizin wurden in der Vergangenheit Lachgasnarkosen häufig als Inhalationsnarkosen durchgeführt. Um das Einatmen von Blut oder Speichel zu vermeiden, setzen Zahnärzte heute in der Regel nur noch die Intubationsnarkose ein. Viele Menschen haben Panik vor zahnärztlichen Behandlungen. Manche Zahnärzte bieten daher ihren Patienten Zahnarztbehandlungen unter Lachgasnarkose an. Bei dieser Form der Sedierung handelt es sich nicht um eine Vollnarkose. Der Patient bekommt eine Maske mit einem Gemisch aus Sauerstoff und Lachgas aufgesetzt. Nach nur wenigen Atemzügen beruhigt sich der Patient und seine Zahnarztangst verschwindet. Er wird in eine positive Stimmung versetzt und ist während der gesamten Behandlung bei klarem Verstand und voll ansprechbar. Die Lachgasbehandlung ist völlig risikolos und weitestgehend nebenwirkungsfrei.